Hallo ihr Lieben, ich hatte Post von der Pichu, von Pichu Moon Art. Und ja, ich habe heute mal mein Bild liegen lassen, bisschen anderer Hintergrund. Und guckt mal, wie süß. Thank you for your order. Das gefällt mir. So, die Pichu hat ja was Neues. Neue Schiffchen. Und da habe ich gedacht, muss ich haben, muss ich ausprobieren. Ja. So. Wir schauen mal. Silly. Oh, da haben wir einmal Haribo. Danke, liebe Pichu. Dann haben wir, wie immer, den vielen Dank Flyer vom Pichu Moon Art, den Discord, hallo, ja, den Link für den Discord, den Blog und den Wiki und den Flyer Pichu 10 für Candy Cowboy. Lecker, lecker. Soli. Und dann haben wir zwei Sachen, müssen das sein. Wir schauen mal. Schön in hier Seidenpapier. Auch nochmal mit einem Thank you for your order. Aufkleber. Ich hole jetzt einmal das eine Teil raus. Ah, okay, sie hat's. Okay, Pichu. Okay. Ich mache es so auf. Ich höre sie schon vom Video. Hey, du musst es anders aufmachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh. Wartet. Wartet, ich bin begeistert. Sie hat nämlich... Sie hat nämlich, ich habe mir nämlich noch hier diesen Trash-Minder geholt. Den zeige ich euch jetzt erstmal. Guckt mal, da ist Glitzer drin in dem Trash-Minder als Folienmagnet. Und da könnt ihr dann eure Müllsteinchen reintun oder auch euer Wachs, was ihr möchtet. Ist das nicht süß? Da sind kleine Glitzersteinchen drin. Süß. Sie hat ganz viele, viele verschiedene Motive. Und auch viele verschiedene Farben von den Trashmindern. Ich habe natürlich lila genommen, ne? Ist ja klar. Richtig schick sieht er aus. Gefällt mir gut. Und jetzt... kommen wir zu den neuen Schiffchen und ihr seht, da steht Sub Diamonds drauf. In Glitzy Glitzy. Und ihr seht natürlich, das Schiffchen hat meine Farbe. Wow. Und das Schiffchen ist mit Deckel. Werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Oh, guckt mal, wie das glitzert. Ich habe nämlich hier dieselbe Farbe. Und wie ihr seht, ich habe meine Steine hier offen liegen, weil ich zu faul war, die zurückzuschütten. Und da ist natürlich so ein Schiffchen super, weil dann machst du einfach den Deckel drauf. Und ja, dann... könnt ihr auch die Schiffchen übereinander stapeln. Ne, das passt genau an. Die passen genau übereinander. Und ja, wie cool. Wir werden es mal testen. Ich schütte jetzt einfach mal hier die Steinchen da rein. Dann gucken wir mal,
wie die Steinchen sich da reinlegen. Das sind jetzt Acrylsteine, schwarz. Die geliebte 310. Ups, sorry. Ja, wie immer. Was ist denn hier mit der Kamera los? Ja, die Steinchen sind nicht die besten, muss ich dazu sagen, aber sie legen sich gut in die Rillen. Schöne Größe. Ne, das ist jetzt hier das mittlere, die mittlere Größe. Ich stelle es mal drauf. Ne, das ist die mittlere Größe. Ich glaube, die ist aus dem Programm raus, die Größe. Dafür gibt es jetzt diese Schiffchen. Und ihr könnt die auch natürlich mit Stöpsel bekommen. Ich bin kein Stöpsel-Fan. So, dann gucken wir mal. Ich bin ja hier Tic-Tac-Dosen-Freak. Die Öffnung passt nicht. Dafür habe ich aber einen... na, sagt schon. Ein Trichter. Auch von der Pichu. Den habe ich jetzt aber gerade nicht griffbereit, sonst würde ich ihn euch jetzt eben zeigen. Und ja. Aber für Dosen, für die normalen runden Döschen, klappt das. Und der Rand ist super. Schön hoch. Ich mag das, wenn das so hoch ist. Und das glitzert. Und ich finde es so schön. Und dann machen wir einfach den Deckel wieder drauf. Zack, zack, zack. Und es gibt ja viele, die painten nur mit Schiffchen. Und beschriften sich dann die Schiffchen mit ihren Farben zu dem jeweiligen Bild. Und dann könnt ihr die einfach übereinander stapeln. Das ist natürlich auch super praktisch. Aber guckt euch das mal an. Ihr könnt es auch personalisieren lassen. Ist das schön. Ich finde es mega. Sorry, aber ich finde es einfach mega. Total cool. Danke, danke, liebe Pichu. Und wenn ihr auch so coole Schiffchen haben wollt, in verschiedenen Farben, mit Glitzer, ohne Glitzer, personalisiert, nicht personalisiert, dann schaut doch gerne mal bei der Pichu Moon Art rein in den Shop. Da kriegt ihr auch ganz viele Steinchen, AB-Farben, hier so coole Trashminder, die Wobbles, nicht zu vergessen, die Wobbles. Wir schütten mal. Gucken mal. Also mir fliegt nichts drüber. Die Steine sind so doof, ne? Bin froh, wenn ich mit dem Bild fertig bin. Dann kann ich die schönen Steine von Your Diamond Painting benutzen. Also die Farbe ist auf jeden Fall neuer. Das ist eine andere als hier diese. Die finde ich geil. Die finde ich aber noch geiler, muss ich ganz ehrlich sagen. Die gefällt mir. I love it. Ja, wie gesagt, ich bin gerade so begeistert. Ich setze euch den Link zu Pichu Moon Art natürlich in die Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, das war's schon mal von mir jetzt. Und ich werde jetzt dieses coole Schiffchen benutzen. Ja, bis dann, ihr Lieben. Ich schicke euch ganz viel Liebe. Bis dann, tschüss.